Strecke. Jetzt auch Formel-1-Weltmeister Senna in Imola tödlich verunglückt. Mai-Demos. Zehntausende fordern am Tag der Arbeit Beschäftigung für alle. Meuterei. Sonderkommando der Polizei beendet Gefängnisrevolte in Leverkusen unblutig. Heute Abend im Nachrichtenstudio von RTL Aktuell. Heike Fritzen, Andreas Diek und Christoph Theuner. Guten Abend zu den Nachrichten bei RTL. Für den Automobilrennsport ist dieses Wochenende eines der schlimmsten der Geschichte. Denn nach dem tödlichen Trainingsunfall des Österreichers Roland Ratzenberger gestern kam heute auch Formel 1 Weltmeister Ayrton Senna auf dem Unglückskurs von Imola in San Marino ums Leben. Der Brasilianer erlag vor gut einer halben Stunde seinen schweren Kopfverletzungen. Und es gab noch weitere erschreckende Zwischenfälle. Manfred Loppe fasst die Ereignisse des dritten Weltmeisterschaftslaufs zusammen. Die tragische siebte Runde in Imola, der Unfall aus der Inboard-Perspektive von Michael Schumacher. Ayrton Senna kommt bei Tempo 300 von der Strecke ab, prallt frontal gegen eine Betonmauer. Der Brasilianer ist bewusstlos, Minuten vergehen, ehe das Rettungspersonal eintrifft und Senna aus dem völlig zerstörten Cockpit seines Williams befreit wird. Der lebensgefährlich verletzte dreifache Weltmeister wird ins nahegelegene Krankenhaus geflogen. Erste Diagnose, schwerste Kopfverletzungen. Senna verlor viel Blut. Zur Beatmung wird ein Luftröhrenschnitt gesetzt. Gegen 18 Uhr erlag er den Verletzungen. Das Rennen wurde fortgesetzt. Das Rennen muss man freigeben, weil das hat leider mit diesem fürchterlichen Sturz überhaupt nichts zu tun. Ein Rennfahrer muss sich damit auseinandersetzen, ob er das Risiko eingehen will oder nicht. Und wenn er es eingehen will, dann muss er fahren unter allen Bedingungen. Und wenn er nicht das Risiko nicht eingehen will, dann muss er aufhören. Schon beim regulären Start um 14 Uhr gab es eine beinahe Katastrophe. Pedro Lamy raste auf den vor ihm stehenden JJ Lechto. Die Fahrer blieben unverletzt. Ein Wunder, dass die umherfliegenden Teile nur 9 Zuschauer leicht verletzten. Kurz vor Ende des Rennens dann ein weiterer Zwischenfall. Michele Alboreto erfasste 3 Mechaniker, von denen 2 schwer verletzt abtransportiert wurden. Schumachers dritter Saisonerfolg geriet nach diesen Ereignissen zur Nebensache. Solche Dinge sind mit Sicherheit mehr als erschütternd. Aber ich glaube, dass solche Dinge einfach nicht umsonst passieren dürfen. Gerhard Berger zog als erster bereits während des Rennens seine Konsequenzen. Deprimiert stieg er aus. Gleich weiter zu Kai Ebel nach Imola. Kai, war die Katastrophe bei dem Rennen heute nicht vermeidbar? Durch den Tod von Roland Ratzenberger gestern und den Unfall von vorgestern waren die Verantwortlichen ja eigentlich gewarnt. Ich denke, die Katastrophe wäre vermeidbar gewesen, denn die Strecke hier in Imola ist bekannt als Hochgeschwindigkeitskurs. Es hat hier schon einige spektakuläre Unfälle in der Gegenwart gegeben. In der letzten Zeit hat es hier einige schwere Unfälle gegeben und da hätte man was unternehmen müssen. Einige Streckenteile sind einfach nicht genügend mit Auslaufzonen ausgestattet und da hätte man im Vorfeld mit Sicherheit etwas ändern müssen. Kai, Ayrton Senna hatte die Sicherheit der Strecke doch selbst vorher noch kritisiert, oder? Ich habe jetzt die Frage nicht verstanden, aber ich denke mal, dass die Frage sicherlich sich auf Ayrton Senna bezieht. Nun, Ayrton Senna hatte hier an der Strecke, natürlich war er auch schon sehr geschockt, nachdem sein Landsmann und Freund Rubens Barrichello einen schweren Unfall hatte. Und nach dem Unfall von Roland Ratzenberger ist Ayrton Senna an die Unfallstelle gegangen und hat sich dort mit den Sicherheitskräften angelegt, sich erkundigt, was denn da los war und so. Und das ist schon ganz schön makaber. Die haben ihm daraufhin einen Brief geschickt, ein offizielles Schreiben, also von der FIA. Und in dem stand dann schließlich drin, dass er sich gefälligst aus den Sicherheitsfragen raushalten soll. Sehr makaber, finde ich. Kai, letzte Frage, kurze Antwort bitte. Wie geht es jetzt weiter mit der Formel 1? Auch das ist ein bisschen makaber. Der Rennsport wird weitergehen, aber irgendwo muss man das auch verstehen. Es wird wieder Rennen geben, denn wenn auf der Autobahn in Deutschland ein Mensch verunglückt, wird auch dort am nächsten Tag wieder Auto gefahren, ähnlich beim Skilaufen. Und so wird auch der Rennsport weitergehen in 14 Tagen mit dem Rennen in Monaco. Es hängen ja auch viele Millionen dran. Soweit Kai Ebel aus Imola.